Wie ist die Welt um uns herum entstanden? Wie entwickelte sie sich zu der Erde, wie wir sie heute kennen? Die Geschichte der Erde beginnt vor 4,6 Milliarden Jahren. Damals war alles anders, als wir es heute kennen. Am Anfang schien die Erde fremd und unbekannt zu sein. Und doch wird sie so einladend sein, dass sie es dem Leben erlaubt, sich zu entwickeln und den Menschen erlaubt, sich dauerhaft dort niederzulassen. Lieber Reisender, herzlich willkommen! In 4 Videos begeben wir uns auf die Reise durch die Geschichte der Erde seit ihrer Geburt, um in das Herz unseres Planeten einzutauchen, von den Anfängen seiner Entstehung bis zu seiner heutigen Entwicklung. Sie befinden sich hier im 3. Kapitel. Zuvor haben wir das Abenteuer der Erde von ihrer Entstehung bis vor 500 Millionen Jahren erzählt. Sie werden diese Reise bis 250 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung fortsetzen. Jeder Planet hat eine Geschichte. Dies ist die Geschichte der Erde. Aber bevor Sie zu einem neuen Abenteuer aufbrechen, denken Sie daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Vielen Dank und eine gute Reise! Die Erde hat bisher eine trostlose Landschaft geboten. Lavaströme von Vulkanen haben sich an ihren Seiten heruntergewälzt. Jetzt sind sie unbeweglich, knistern noch, frieren aber langsam ein. Seen aus gelbem, blauem oder grauem Schlamm blubbern. Die aus dem Erdinneren kommende Hitze zerplatzt an der Oberfläche dieser Schlämme in dicken Blasen. Als die ersten Vulkane an der Erdoberfläche auftauchen, ziehen sie sich in außerordentlich heftigen Eruptionen zusammen, bevor sie sich abkühlen und gigantische Berge aus Asche und Lava bilden. Im Laufe der Jahre verwandeln sich diese Gesteine unter der Einwirkung von Wind und Regen in Schlamm und Ton. Die Trümmer werden von Sturzbächen mitgerissen und ins Meer getragen, wo sie sich ansammeln und Schiefer und Sandsteine bilden. Gleichzeitig bewegen sich die Kontinente ständig. Wenn sie aufeinandertreffen, werden die umliegenden Sedimente mitgerissen und verdichtet, sodass neue Gebirgszüge entstehen. Im Laufe der geologischen Zyklen brechen Vulkane aus, erlöschen dann und das Leben auf dem Meeresboden breitet sich aus. Das trockene Land aber bleibt unfruchtbar. Bis zu dem Tag, an dem 4 große Kontinente übrig geblieben sind. Laurentia, Baltika, Sibirien und Gondwana. Sie driften. Gegenüber von Laurentia beginnt der Rand von Gondwana in mehrere kleine Kontinente zu zerbröckeln, von denen Avalonia der erste einzelne ist. Seine Entfernung verkleinert den Iapetus-Ozean und öffnet den Rhäischen-Ozean. Dies ist der Beginn der kaledonischen Orogenese. Ab minus 485 Millionen Jahren kommen sehr primitive Pflanzen, die aus der Verbindung von Algen und Pilzen hervorgegangen sind, aus dem Wasser und siedeln sich auf Felsen in der freien Luft an. Diese Pflanzen, die die Ränder der Strände und der Felsen mit Grün schmücken, können sich nicht ausbreiten. Sobald sie über die von der Gischt befeuchteten Bereiche hinauswachsen, trocknen sie aus und können nicht überleben. Das Wasser zirkuliert nicht in ihrem Geweben. Um der Austrocknung zu trotzen, entwickeln sie die Fähigkeit, ins Leben zurückzukehren. Sie trocknen vollständig aus und rehydrieren sich, sobald der erste Regen kommt, um ins Leben zurückzukehren. Andere Pflanzen entwickeln einen undurchlässigen Wachsfilm, der ihren Wasserverlust verringert. Im Moment haben die Pflanzen einfache Formen mit einer sehr primitiven Gefäßbildung und besitzen keine Blätter.
Für ihre Fortpflanzung sind sie eng mit der aquatischen Umwelt verbunden. Moose gehören zu den ersten Pflanzen, die das trockene Land besiedeln. Sie bleiben in Bodennähe, siedeln sich ständig in Ufernähe an, schaffen es aber, sich etwas auszubreiten. Moose haben keine Wurzeln. Ihr Gasaustausch erfolgt über die Spaltöffnungen, die sich öffnen und schließen, um den Gasfluss zu regulieren. Ohne Lignin sind die Tigellen der Moose dazu verdammt, weich zu bleiben und keine Konsistenz zu haben. Sie können sich nur erheben, wenn sie eng zusammenwachsen. Moose funktionieren wie Schwämme. Ihre wassergefüllten Zellen sind geteilt und sie müssen in Bodennähe bleiben, um Wasser zu ziehen. Moose geben Sporen, reproduktive Körperchen, in den feuchten Boden ab, mit denen sie sich abwechselnd ungeschlechtlich oder geschlechtlich fortpflanzen können. Die geschlechtliche Fortpflanzung ist in der Evolutionsgeschichte von Bedeutung, da sie das Zusammentreffen und die Verschmelzung von zwei Geschlechtszellen erfordert, die ein flüssiges Medium benötigen, um sich zu bewegen und zu verbinden. Jede Eizelle wird an der Spitze des Stängels befestigt, während die Spermien ins Wasser abgegeben werden und sich bewegen, bis sie die Eizelle erreichen und befruchten. Die Eizelle keimt, haftet an der Mutterpflanze und bringt die ungeschlechtliche Generation hervor. Einen kleinen Stängel mit einer Kapsel an der Spitze, die viele Sporen enthält. Sobald die Luft trocken wird, wächst die Kapsel, öffnet sich und gibt die Sporen frei, die vom Wind verstreut werden. Sporen, die auf feuchten Boden fallen, entwickeln sich zu jungen Pflanzen. Neben den Moosen sind auch Leberblümchen aufgetaucht. Diese Pflanzen haben keine Wurzeln, sondern Rhizoide, Fäden, die sie fest mit dem Substrat verbinden, ohne dass sie die Nährstoffe aufnehmen können. Der Gasaustausch erfolgt über Poren, Öffnungen, die fest verschlossen bleiben. Die Besiedlung des trockenen Bodens durch Pflanzen ist ein grundlegender Schritt in der Erdgeschichte, denn sie führt zu einer erheblichen Zunahme des Sauerstoffs in der Atmosphäre und zu einer Abnahme des CO2. Pflanzen nutzen die Photosynthese, um ihre eigene organische Materie zu produzieren. Sie nutzen die Sonnenenergie, entziehen der Atmosphäre CO2 und setzen Sauerstoff frei. In der Erdatmosphäre ist ein zweiter signifikanter Anstieg der Sauerstoffkonzentration zu verzeichnen. Der erste war die große Oxidationskrise. Die Ausbreitung von Pflanzen auf dem Land ist der Ursprung der Bodenbildung. Zuvor war die Erdoberfläche nur mineralisch und bestand aus nacktem Gestein und Körnern wie Sand und Schlick. Die ersten Pflanzen, die den Boden besiedelten, tauchten auf, starben ab und zersetzten sich. Es bildeten sich Streu und Humus und so entstanden neue Lebensräume für die Entwicklung anderer Pflanzen, Pilze und Tiere. Die Moose und Lebermoose breiteten sich aus und bildeten riesige grüne Teppiche, die wie echte Lilliputanerwälder aussahen und sich von der Meeresküste bis ins Landesinnere ausdehnten. Das Festland wirkt leblos. Der felsige Boden ist jetzt hier und da mit Moos bedeckt. Die Temperatur beträgt etwa 30 Grad Celsius. Die Ozonschicht verdickt sich und die ultravioletten Strahlen werden nur teilweise gefiltert. Für die Lebenden ist es besser, unter Wasser zu bleiben. Der Meeresspiegel ist hoch. Gondwana befindet sich in äquatorialen Breitengraden und bewegt sich auf den Südpol zu. Es ist teilweise von flachen Meeren bedeckt. Die Nähe zum Pol löst einen Temperaturabfall aus, der allmählich zur Entstehung von Gletschern führen wird. Doch während dieser Zeit ist das Leben in vollem Gange. Der Sauerstoffgehalt erreicht 2% der heutigen Atmosphäre. Ein Wert, der so niedrig ist, dass die Lebewesen unserer Zeit große Schwierigkeiten beim Atmen haben würden.
Der gigantische Pandalassa-Ozean bedeckt den größten Teil des Planeten. Zu dieser Zeit nimmt die Artenvielfalt im Meer in außergewöhnlicher Weise zu. Es ist die große Biodiversifizierung des Ordoviziums. Vor 490 Millionen Jahren war die Atmosphäre der Erde reich an CO2. Der durch dieses Gas ausgelöste Treibhauseffekt sorgte für warme Temperaturen. Die Meerestemperaturen konnten bis auf 45 Grad Celsius ansteigen, was für einen hohen Gehalt an gelöstem Sauerstoff nicht sehr günstig ist. Die Entwicklung des Lebens hilft bei der Aufnahme und Bindung von CO2 durch den Prozess der Photosynthese. 30 Millionen Jahre später kühlte sich das Land ab und diese Abkühlung ging mit einer Zunahme der Artenvielfalt einher. Die Zahl der Gattungen von Meerestieren vervierfachte sich. Der Ozean wird zu einem Wasserparadies, das von Lebewesen bevölkert wird, wo eines außergewöhnlicher ist als das andere. Das Wasser des Ozeans ist mit Sauerstoff angereichert, was es einigen Tieren ermöglicht, beachtliche Größen zu erreichen. Die Entwicklung des Planktons begünstigt das Auftreten einer großen Vielfalt der bentischen Fauna. Organismen, die Schalen auf Carbonatbasis absondern, treten massenhaft auf, wie Kopffüßer, Seelilien und gegliederte Brachiopoden. Korallenriffe entwickeln sich, die ersten Ektopoden tauchen auf und Mollusken werden häufig. Inmitten dieser warmen und sonnigen Gewässer wandern 60 cm lange Trilobiten auf der Suche nach Nahrung, Plankton, Algenstücken und Tierexkrementen umher und saugen den Meeresboden auf. Sie teilen sich die Gewässer mit einem ganz neuen Mitbewohner, dem Astraspis, einer primitiven Fischart. Trotz seiner geringen Größe, die 15 cm nicht übersteigt, hat der Astraspis zum ersten Mal ein primitives Rückgrat und einen knöchernen Panzer, der die Wirbelsäule schützt. Er ist der Vorfahre der zukünftigen Lebewesen auf dem Planeten. Astraspis ist kein Raubtier. Er ernährt sich von Algen und Mikroben. Er hat noch keinen Kiefer, sondern saugt seine Nahrung. Er ist kein sehr guter Schwimmer. Sein einziges Mittel zur Verteidigung ist ein Panzer, der seinen Kopf und einen Teil seines Körpers bedeckt. Sein Sehvermögen ermöglicht es ihm, Schatten zu erkennen, und seine Haut reflektiert die Vibrationen seiner möglichen Feinde. Gegenüber dem Astraspis ist der Orthoceras ein furchterregender Killer, der den Ozean beherrscht. Mit einer Länge von bis zu 6 Metern und einem Gewicht von mehr als 1 Kilogramm ist dieser unbarmherzige und unersättliche Fleischfresser dem gefürchteten weißen Hai ähnlich. Er hat einen kegelförmigen Panzer, der eine mit Luft gefüllte Kammer enthält, in der er schwimmen kann. Obwohl er von vielen Arten gefürchtet wird, hat der Eurypterid oder Riesenskorpion keine Angst vor ihm und sie treffen regelmäßig aufeinander. Der Eurypterid ist der größte Arthropode. Er ist 2 Meter lang und wiegt bis zu 130 Kilogramm. Er ist eine Kreuzung zwischen einem Hummer und einem monströsen Skorpion und hat einen nadelartigen, gegliederten Schwanz. Seine riesigen Krallen sind scharf und ermöglichen es ihm, seine Beute zu zerquetschen und zu zerschneiden. Als echtes Raubtier ernährt er sich von wirbellosen Tieren, Weichtieren und primitiven Fischen. Gliederfüßer, kleine Tiere von nur wenigen Zentimetern Größe, die mit einem sehr dünnen Panzer bedeckt sind, traten bereits vor ein paar Millionen Jahren auf. Während der großen Biodiversifizierung im Ordovizium wurden ihre Schalen härter und sie entwickelten sich zu riesigen Meerestieren. Der Hufeisenkrebs, der als lebendes Fossil betrachtet wurde, ist ein Wassertier, das ein wenig wie eine Krabbe aussieht. Er hat einen grauen, braunen oder schwarzen Panzer.
Er ist bis zu 70 cm lang und wiegt 5 Kilo. Sein Kopf ist sehr breit und abgerundet und enthält zwei kleine Augen an der Spitze. Sein Hinterleib hat 6 Paar scharfe Stacheln und endet mit einem Stachel. Mit seinen 5 Beinpaaren, die um sein Maul herum angeordnet sind, greift er nach der Nahrung. Der Hufeisenkrebs hat eine Besonderheit. Er hat blaues Blut. Es ist das in seinem Blut enthaltene Kupfer, das ihm diese besondere Farbe verleiht, während das Blut der Wirbeltiere Eisen enthält. Er lebt vor allem auf sandigem oder schlammigem Boden der oberflächlichen Meeresgewässer. Der Hufeisenkrebs ernährt sich von Mollusken, kleinen Fischen, Würmern und Krebstieren. Die Korallen landen in diesem blühenden Ökosystem. Sie besiedeln langsam die Ozeane und bauen Korallenriffe auf. Die Koralle ist ein kleines Tier, das eher wie ein pflanzlicher Organismus aussieht, wie ein blühender Baum. Sie lebt an Felsen, nahe der Oberfläche in warmen Gewässern oder am Meeresgrund, manchmal sogar in kalten Gewässern. Korallen bilden ein gemeinsames Skelett, das die Grundlage eines Korallenriffs bildet. Dieses Skelett kann hart oder weich sein, aber im letzteren Fall wachsen die Korallen schneller. Korallenriffe sind mit einer Vielzahl von Korallenarten bewachsen, die ein Ökosystem bilden. Sie beherbergen eine Vielzahl von Tierarten und dienen als Zufluchtsort und Nahrungsquelle. Korallen atmen, wie alle Tiere, Sauerstoff und geben CO2 ab. Mit Ausnahme der Tiefseekoralle lebt sie in Symbiose mit einer Mikroalge, die in ihrem Kalkskelett lebt. Die Alge braucht Licht, um Photosynthese zu betreiben und CO2 in Sauerstoff umzuwandeln. Alle Abfallprodukte der Alge werden von der Koralle assimiliert, sodass sie 80% ihres Bedarfs deckt. Die restlichen 20 sind Plankton, das die Koralle mit ihren kleinen Tentakeln einfängt. Die Korallenriffe tragen zur Bereicherung der Meeresfauna der damaligen Zeit bei. Diese für die Geschichte des Lebens besonders interessante Periode wird jedoch durch die erste große Krise und das Massenaussterben unterbrochen werden. In den Ozeanen der Erde wimmelt es von Leben. Doch 6000 Lichtjahre entfernt braut sich eine schreckliche Katastrophe zusammen, die das Aussterben vieler Arten zur Folge haben wird. In der Milchstraße explodiert ein Stern, der am Ende seines Lebens steht, zu einer Supernova. Eine gigantische Explosion von Gammastrahlen ergießt sich als starke Strahlung. Es handelt sich um eines der zerstörerischsten Phänomene im Universum. Die in etwa 10 Sekunden freigesetzte Energie entspricht der Energie von 10 Sonnen. Die ausgesandten Strahlen zerstreuen sich im Kosmos und bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zu. Sie durchdringen das Sonnensystem und durchstoßen den Asteroidengürtel. In der Atmosphäre angekommen, vernichten die zerstörerischen Strahlen die Luftmoleküle und sprengen die Atmosphäre. Die Spuren der Supernova leuchten am Himmel neben der Sonne. Die Auswirkungen der Gammastrahlen haben irreversible Folgen für lebende Organismen. Sie zerstören 30% der Ozonschicht und lassen ultraviolette Strahlung auf die Oberfläche des Planeten eindringen. Das Licht nimmt zu und wird 10-mal stärker als in der Sahara. Das Plankton, die Grundlage der Nahrungskette, wird zerstört und die Planktonfresser müssen hungern. Trilobiten, die ihre Eier in Oberflächengewässern ausbrüten, sehen ihre Larven unter der Einwirkung der ultravioletten Strahlen sterben. Viele Korallen überleben nicht. Das Phänomen erstreckt sich über die gesamte Oberfläche des Planeten. Da die Basis der Nahrungskette beeinträchtigt ist, leiden alle Tierarten an Hunger. Einige Monate später dringt eine giftige, stickstoffdioxidreiche Atmosphäre in den Planeten ein. Eine dicke Dunstschicht verdunkelt die Hälfte der Sonnenstrahlen. Es gibt weniger Licht und weniger Wärme.
Die Temperaturen sinken und erreichen minus 12 Grad Celsius. Das Überleben vieler Arten ist jetzt bedroht. Die Nautiloiden legen ihre Eier ab, aber die Kälte verlangsamt das Wachstum der Embryonen und es entstehen Bakterien. Einige von ihnen erblicken das Licht der Welt, aber die Welt, die sich ihnen bietet, ist chaotisch. Nahrung ist nicht im Überfluss vorhanden und die Lebensbedingungen sind lebensfeindlich. Sie verlassen sich auf die Stärke ihrer Schalen, um sich in den Tiefen des Ozeans vor den Auswirkungen der Abkühlung der Erde zu schützen. Wenn die Temperatur sinkt, bewegen sich die mobilen Tiere und versuchen, Schutz zu finden. Aber Korallen, Schwämme und andere Brachiopoden können nicht entkommen. Ihre Schalen aus Calciumcarbonat lassen sich in kaltem Wasser nur schwer bilden. Sie verschwinden. Die allgemeine Abkühlung des Planeten führt zu einem unberechenbaren Klima aufgrund großer Temperaturunterschiede. Es bilden sich starke Meeresströmungen und heftige Störungen. Ein Wirbelsturm fegt über die Erde. Geschwächte Tiere werden ohne Widerstand weggefegt. Einige finden Zuflucht in den aufgewühlten Gewässern. Der Orthoceras und seine lange Schale halten dem Sturm nicht stand. Der Nautiloid kann sich in die tieferen Gewässer flüchten und auf die Flaute warten. Die Stürme folgen aufeinander. Die Kadaver stapeln sich am Ufer. Kein Raubtier ist da, um sie zu verschlingen. Die wenigen überlebenden Arten sind unterernährt. Im Laufe der Jahre kühlt sich die Erde weiter ab. Eine neue Eiszeit beginnt. Der Schnee türmt sich auf und wird immer dichter, bis er riesige Gletscher bildet. Diese Gletscher entziehen dem Ozean das Wasser, sodass ihr Meeresspiegel um mehrere Dutzend Meter sinkt. Astraspis erweist sich in diesem Chaos als sehr widerstandsfähig. Er folgt dem sich zurückziehenden Meer und gewöhnt sich an das kalte Wasser. Sie verschlingt alles und jeden. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihm, sich weiter zu ernähren, während andere Tiere, die sich nur von einer bestimmten Beute ernähren, nicht überleben, wenn diese Beute verschwindet. Dank der Anpassungsfähigkeit des Astraspis wird eine neue Generation von Fischen geboren. Dieses Mal übernehmen die Gräten und Muskeln der Kiemen die Funktion der Nahrungsaufnahme. Ein anderes Tier klammert sich an das Leben, der Eurythmi. Auch er folgt dem Rückzug der Ozeane. Mit dem Verschwinden des Orthoceras ist er in der Nahrungskette einen Rang aufgestiegen. Dank seiner geringeren Größe kann er weniger fressen und sich an die Nahrungskrise anpassen. Das Absinken des Meeresspiegels zieht neue Landschaften nach sich. Riffe entstehen oberhalb des Meeresspiegels. Da sich die Gletscher weiterentwickeln, bilden sich Eisberge unter der Wasseroberfläche, die eine echte Bedrohung für die aquatischen Lebensräume darstellen. Korallen werden gewaltsam zerstört. Große Teile des marinen Lebensraums sind jetzt an der Oberfläche sichtbar, werden aber durch das Wetter erodiert. Die widerstandsfähigen Korallen, die überleben, müssen dem Ozean folgen, auch wenn die Lebensräume immer kleiner werden. Die Ursachen für die ordovizische Vergletscherung sind noch nicht geklärt. Manche meinen, sie sei auf die Explosion einer Supernova in der Nähe der Erde zurückzuführen. Doch dies ist schwer zu beweisen, da die Spuren der Supernova längst verschwunden sind. Andere Hypothesen gehen davon aus, dass ein plötzlicher Rückgang des CO2 durch die Explosion von Pflanzen auf der Erdoberfläche zu einer globalen Abkühlung geführt hat. Sicher ist nur, dass die ordovizische Vergletscherung für das Verschwinden zahlreicher Arten verantwortlich war. Dieses Ereignis verursachte das Aussterben von 50% der Gattungen und 85% der Arten. 500.000 Jahre nach Beginn des Aussterbens erwärmte sich die Erde und die Gletscher begannen zu schmelzen. Die Überlebenden müssen sich an diese neue Umwälzung anpassen. Arten, die auf allen Kontinenten weit verbreitet sind, haben bessere Überlebenschancen. Das Orthoceron ist zwar in schlechter Verfassung, aber es gibt es noch. Es ist geschwächt, kleiner und wird zur Beute.
Der Eurypterid wird zu einem gefürchteten Räuber. Die Rollen sind vertauscht. Der Eurypterid nimmt neue Verhaltensweisen an. Das beschleunigte Absinken des Meeresspiegels hat bei einigen Arten zur Entwicklung von Lungen geführt. Der Eurypterid kann nun den Kadaver seiner Beute am Ufer entlang schleppen. Eine weitere Entwicklung ist bei den Fischen zu beobachten: das Auftreten von Kiefern. Die Akanthodien, Aasfresser und Cousins der Astraspis, warten nicht mehr darauf, dass die Überreste zu ihnen kommen, sondern reißen das Fleisch direkt vom Kadaver. Es dauert 3 Millionen Jahre, bis sich die Erde wieder beruhigt hat. Der Tribut ist hoch, aber dank der erstaunlichen Widerstandsfähigkeit der Natur nimmt das Leben wieder seinen Lauf. Die Temperaturen steigen wieder an. Das Abschmelzen der Gletscher lässt die Ozeane wieder anschwellen. Dieser rasche Anstieg ist auf das Schmelzen des auf den Kontinenten gespeicherten Wassers mit niedrigem Sauerstoffgehalt zurückzuführen. Der Ozean wird ausgelaugt und die Auswirkungen sind schädlich für die Biosphäre. Gleichzeitig entstehen riesige marine Lebensräume, die einige bekannte, aber auch neue Arten beherbergen. Akanthodia und Astraspis schwimmen zusammen und beginnen in Seen und Flüsse vorzudringen. Der Eurypterid wächst auf die Größe eines Krokodils an. Es hat keine Fressfeinde mehr, sondern wird zum gefürchtetsten Tier. Es jagt mit hoher Geschwindigkeit. Mit dem Auftauchen der ersten Pflanzen aus dem Wasser entsteht einige Millionen Jahre später ein idealer Lebensraum, der die ersten Tiere ermutigt, sich hinauszuwagen und sich schließlich dort niederzulassen. Diese ersten Abenteurer sind segmentierte Lebewesen, die Vorfahren unserer Tausendfüßer. Dank ihres Chitinpanzers haben sie die Möglichkeit, sich auf dem Boden zu bewegen. Zunächst entfernen sie sich nicht weit vom Wasser, doch dann entdecken sie, dass Moose Feuchtigkeit und Nahrung in Form von Pflanzenresten und Sporen enthalten. Obwohl es sich bei diesen Myriapoden nicht um echte Tausendfüßer handelt, können einige von ihnen eine beachtliche Größe von 1 bis 2 Metern Länge erreichen. Da sie grundsätzlich an das Leben im Wasser angepasst sind, mussten sie sich weiterentwickeln. Sie bekamen ein Außenskelett und entwickelten eine andere Art der Atmung. Myriapoden sind mit einem System von Atemschläuchen, den Tracheen, ausgestattet. Jede Röhre führt an der Seite des Panzers entlang und teilt sich in ein immer feineres Netz, das zu den Organen und Geweben führt und sogar in jede Zelle eindringt, um Sauerstoff zu transportieren. Die Fortpflanzungsweise der Landlebewesen erforderte ebenfalls einige Änderungen. Ihre Spermien können sich nicht mehr bewegen. In Ermangelung von Wasser gehen Männchen und Weibchen dann aufeinander zu, um ihre Geschlechtszellen zu übertragen. Ein ziemlich mühsamer Prozess, der aber Früchte trägt. Diese wogenden, verspielten Kreaturen sind die beste Beute für andere Arten. Die Tiere werden allmählich immer widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und setzen ihre terrestrische Anpassung fort. Parallel dazu entwickeln sich auch die Pflanzen weiter. Der Iapetus-Ozean schließt sich zwischen den Kontinenten Laurentia, Baltica und Avalonia, die sich zusammenschließen und nun Laurussia bilden. Gondwana befindet sich immer noch in den hohen Breitengraden, aber die Eiskappe ist weniger ausgedehnt. Das Klima stabilisiert sich, aber es ist viel wärmer als heute und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist hoch. Die ersten Pflanzen sind einfache Organismen. Sie brauchen CO2, Licht und Wasser. Ab 420 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung diversifizieren sich die Pflanzen und entwickeln neue Funktionen, die die Zirkulation von Wasser und Nährstoffen ermöglichen. Dies ist ein entscheidender Zeitraum für die nachhaltige Etablierung von Landpflanzen. Moose und andere primitive Arten haben keine Wurzeln.
Ihre vertikalen Stämme entstehen aus horizontalen Stämmen der gleichen Art, den Stolonen, die sich auf der Bodenoberfläche ausbreiten. Die Ausläufer fangen Wasser auf. In einigen trockenen Gebieten der Welt benötigen die Pflanzen jedoch Wurzeln, um das benötigte Wasser aus der Tiefe zu holen. Vor 420 Millionen Jahren entstanden drei Arten von Pflanzen mit unterirdischen Strukturen: Bärlapp, Schachtelhalm und Farn. Jede dieser neuen Pflanzen hat Stängel, in deren Innerem feste Gefäße das von den Wurzeln aufgenommene Wasser zirkulieren lassen. Sie erlangen eine Steifheit, die es ihnen ermöglicht, beachtliche Höhen zu erreichen. Grüne Pflanzen sind für die Synthese der von ihnen benötigten Stoffe auf das Sonnenlicht angewiesen. Diese Entwicklung der Größe ist also ein großer Vorteil. Die kleinsten Pflanzen können im Schatten bleiben und laufen Gefahr, abzusterben, wenn sie kein Licht mehr bekommen. Bärlappe, Schachtelhalme und Farne nutzen ihre neue Kraft, um zu wachsen und zu Bäumen zu werden. Bärlapp und Schachtelhalm sind in Sümpfen zu finden und erreichen eine Höhe von bis zu 30 Metern. Manche Stämme messen 2 Meter im Durchmesser. Die Landschaft verändert sich. Die Wälder sind üppig und immergrün. Einige Arten wandern von den Sümpfen zu den Farnen im Landesinneren. Letztere haben große Blätter, die auf dem Boden ausgebreitet sind, um so viel Licht wie möglich einzufangen. Die Tiere sehen sich mit einer veränderten Waldstruktur konfrontiert, die bestimmte Arten gefährdet, die zuvor Zugang zu einer großen Vielfalt an Blättern und Sporen am Boden hatten. Ihre Nahrungsquellen befinden sich nun in luftiger Höhe. Die Stämme blockieren einen großen Teil des Lichts und der Waldboden ist von Vegetation befreit. Manche Flächen bleiben sogar völlig kahl. Auf diese Weise beginnen einige Polypoden auf Bäume zu klettern. Coxonia sind die ersten bekannten Pflanzen mit vaskularisiertem Gewebe. Diese Pflanzen sind klein, nicht größer als 8 cm. Sie haben einen Stamm ohne Blatt, ohne Blüte und ohne Wurzel. Jeder Zweig endet in einem Sporangium, einer runden Struktur, die Sporen enthält. Die Coxonia ist mit dünnen Rippen am Boden befestigt. Das warme Klima begünstigt auch das Auftreten von Rhynchopsida, eine Gefäßpflanze. Sie besitzt Achsen mit Verzweigungen und hat keine Wurzeln, sondern Fäden. Sie sinkt im Substrat ein und ihre oberirdischen Achsen steigen auf und teilen sich jedes Mal in 2 identische Achsen. Die leitenden Gefäße sind in der Mitte gruppiert und mit einer Rinde und dann mit einer Epidermis mit Cuticula und Spaltöffnungen bedeckt. Die Antennenachsen enthalten die mit Sporen gefüllten Sporangien. 20 Millionen Jahre später, als sich der Iapetus-Ozean schloss, bildete sich in La Russia ein Gebirge. Unter dem Einfluss der Erosion wird die Kette zerstört. Das heiße und feuchte Klima löste den Kalkstein auf, die Gesteinsminerale zersetzten sich und verwandelten sich in Ton. Andere Mineralien setzten bei ihrem Abbau Eisen frei. Das Eisen oxidiert, wird unlöslich und setzt sich auf dem Meeresgrund ab. Mit der Zeit verhärten die Sedimente und bilden Sandstein. Sie bedecken riesige Flächen. Es ist der Kontinent des alten Buntsandsteins. Mit dem Abschmelzen der Gletscher steigt der Pegel der Ozeane wieder an. Dies ist eine Zeit der großen Evolution für Fische. Kieferlose Fische verbreiteten sich ebenso wie die ersten Süßwasserfische. Das aquatische Leben nimmt wieder seinen Lauf und der Ozean wird neu bevölkert. Die Sarcopterygia, eine Gruppe von Fischen, treten auf, unter anderem der Pantherictis. Dieser Fisch weist eine anatomische Übergangsstruktur zu den Tetrapoden auf. Sein inneres Skelett, das aus Flossen besteht, erinnert an die Kiridien. Er misst etwa 1 Meter und sein Kopf ähnelt dem unserer heutigen Welse.
Er hat primitive Lungen. Graptolithen leben ebenfalls in Kolonien in den Meeren. Diese Tiere ähneln Korallenpolypen, die aus gewundenen und gezackten Röhren bestehen. Diese Tiere sind um einen Stiel herum gruppiert. Sie können zwischen 2 mm und 1 Meter lang werden. Einige leben an der Meeresoberfläche und lassen sich mit der Strömung treiben. Andere haften an Algen und am Meeresboden. Vor 375 Millionen Jahren tauchte ein neuer Fisch auf. Ein Glied in der Kette zwischen Fischen und Tetrapoden, der Tiktaalik. Dieser Knochenfisch sieht aus wie ein Wesen, das eine seltsame Mischung aus Fisch und Alligator ist. Er hat Schuppen und Flossen mit Strahlen wie alle Knochenfische, aber seine ziemlich massiven Brustflossen ähneln den Gliedmaßen der ersten Tetrapoden. Sie bestehen aus einem gelenkigen und ziemlich starren Knochenskelett, das es dem Tier ermöglicht, seinen Körper in den Lagunen zu bewegen. Seine Handgelenke und Finger ermöglichen es ihm, sein Gewicht zu halten und sich auf dem Boden zu bewegen. Die Brustflossen sind mit großen Muskeln bedeckt und können sich wie ein Handgelenk biegen. Diese Eigenschaft ermöglicht es dem Tiktaalik, auf dem Grund des Wassers stehen zu bleiben und sich den starken Strömungen zu stellen. Er hat einen kräftigen Brustkorb, um seinen Körper außerhalb des Wassers zu stützen. Der Tiktaalik wagt sich an Land, um nach neuer Beute zu jagen. Er hat Kiemen, aber auch eine primitive Lunge. Letztere wurden ursprünglich nicht für das Leben außerhalb des Wassers entwickelt, sondern um sich an flache und warme Gewässer anzupassen, deren Wasser sauerstoffarm ist. Fische, die heute zu den primitivsten Lebensformen gehören, sind also eine der modernsten. In einigen Fällen nehmen sie sogar das Aussehen echter Meeresungeheuer an. Plakodermen durchstreifen die Meere. Der Plakoderm ist ein riesiges Raubtier, das den Meeresboden von seiner 8 Meter langen Spitze aus beherrscht. Er ist muskulös und mit einem scharfen Kiefer bewaffnet, der ihm eine abwechslungsreiche Ernährung aus Algen, Mollusken und anderen Fischen ermöglicht. Sein Kopf und sein Brustkorb sind mit dicken Knochenplatten bedeckt, die seine lebenswichtigen Organe bei Angriffen schützen. Seine beiden Kiefer sind völlig zahnlos und mit scharfkantigen Knochen bedeckt. So kann er seine Beute in zwei Hälften schneiden. Gegenüber dem Plakoderm erreicht der gigantische Dunkliosteus eine Länge von bis zu 10 Metern und wiegt 5 Tonnen. Dieses wilde Tier ist ein hervorragendes Raubtier. Sein Kiefer hat zwar keine Zähne, ist aber scharf wie kein anderer. Er zermalmt seine Beute und spuckt dann die unverdaulichen Teile aus. Sein Kopf ist durch knöcherne Platten geschützt. Der Eustenopteron ist ein flinkes Raubtier, das die Besonderheit hat, Flossen zu haben, die wie menschliche Gliedmaßen konzipiert sind. Sein Endoskelett besteht in den vorderen Flossen aus einem Oberarmknochen, einer Elle und einer Speiche und in der Beckenflosse aus einem Oberschenkelknochen, einem Schienbein und einem Wadenbein. Vor 372 Millionen Jahren ist die Erde ruhig. Es ist ein guter Ort zum Leben. Es herrscht ein warmes und feuchtes Klima. Die Vegetation ist üppig. Das Leben wuchert und entwickelt sich. Große Farne und Bäume prägen die Landschaft. Winzige Insekten bevölkern diese urwüchsigen Wälder. Im Meer wimmelt es von Leben in vielen unterschiedlichen Formen. Die Korallenriffe dehnen sich aus und der Meeresboden ist eine wahre Unterwasserstadt, in der die Bewohner Zuflucht gefunden haben. Es gibt Schwämme, Trilobiten, Korallen, Insekten und Nautiliden. Die Fische gehören zu den am weitesten entwickelten Arten. Parallel zu dieser Explosion der Artenvielfalt breitet sich tief im Inneren der Erde ein Kataklysmus vor. Denn auch wenn die Oberfläche des Planeten ruhig bleibt,
kocht sein Herz. Eine gigantische Wolke durchdringt den Meeresboden. Sehr heiße Gase werden aus dem Erdinneren ausgestoßen und heiße Wasserfontänen schießen mit ungeahnter Wucht in die Höhe. Unterwasser-Erdrutsche entstehen und zerstören die Riffe. Die Eruption erreicht eine Fläche von 60 Quadratkilometern. Für Millionen von Tieren ist es unmöglich zu überleben. Die Fische erliegen der Hitze. Der Vulkanausbruch und die Lavaströme regen die Aktivität der tektonischen Platten an. Der Meeresboden bekommt Risse, eine neue ozeanische Kruste und neue Unterwasservulkane bilden sich. Die Lavafahne infiziert den Ozean. Wenn die geschmolzene Lava mit dem Meerwasser in Berührung kommt, setzt sie giftige Stoffe frei. Die Kontamination wirkt sich zunächst auf die neuen Generationen aus. Die Eier der Eosthenopteren überleben in diesen vergifteten Gewässern nicht. Im Laufe der Jahre dringt das freigesetzte Gas, hauptsächlich Kohlendioxid, in die Erdatmosphäre ein. Diese wird nach und nach mit Treibhausgasen belastet. Infolgedessen steigt die Temperatur an der Erdoberfläche an. Die Wärme der Ozeane wird nicht mehr umverteilt. Bisher versuchte die polare Kälte, sich in Richtung der Tropen zu erwärmen und umgekehrt die tropischen Gewässer abzukühlen. Von nun an gefriert der Ozean, die Strömungen hören auf. Das Wasser in den Ozeanen wird immer wärmer. Die Riffe können das nicht verkraften und der Tiktaalik auch nicht. Sein Lebensraum verdunstet, aber er trifft eine Entscheidung, die es ihm ermöglicht, seine Haut zu retten. Er gelangt an das trockene Land, um sich von diesen tödlichen Gewässern zu entfernen. Es ist seiner Anatomie zu verdanken, dass er sich diesen Wechsel des Lebensraums leisten kann. Sein Atmungssystem, das halb aus Kiemen und halb aus Lungen besteht, ermöglicht ihm das Leben am Boden und im Meer. Er hat gelenkige Handgelenke und einen beweglichen Hals und kann sich kriechend oder zumindest zappelnd fortbewegen. Zu dieser Zeit ist die Erde weniger lebensfeindlich als das Meer und der Tiktaalik entdeckt eine neue Umgebung und neue Nahrungsquellen. Den Tiktaaliks geht es besser als den meisten anderen Fischen, die, nachdem das gesamte Wasser in ihrer Umgebung verdunstet war, in der heißen Sonne gefangen und dazu verurteilt waren, zu sterben. 250.000 Jahre nach dem Ausbruch ist die riesige Wolke noch immer vorhanden. Die Erde ist einem hohen Kohlendioxidgehalt und einem starken Temperaturanstieg ausgesetzt. Sie wird zu einem idealen Boden für die Ausbreitung von Pflanzen. Es ist ein wahres Paradies für Pflanzen, die sich übermäßig entwickeln und das Land bevölkern. Im Laufe der Jahre fallen die abgestorbenen Blätter auf den Boden und sammeln sich in Massen an. Sie verrotten und bilden die erste Humusschicht. Dieser nährstoffreiche Humus wird durch die Regenfälle in die Ozeane getragen. Die Algen ernähren sich davon und entwickeln sich prächtig. Dabei verbrauchen sie Sauerstoff und ersticken die Wasserlebewesen. Die Meere werden mit Pflanzen gesättigt und die reichhaltige Tierwelt, die übrig geblieben ist, stirbt aus. Vor 1 Million Jahren begannen Eruptionen die Erde zu treffen. Bis dahin hatten sie sich im Meer ereignet, doch nun sammelt ein gigantischer Vulkan seine Kräfte, um auszubrechen, diesmal an Land. Die Erde bebt, die Luft ist mit Schwefel gefüllt. Lava-Geysire spuckt der Vulkan in mehrere hundert Meter hoch aus. Am Himmel bildet sich eine Aschewolke, die den Planeten in eine erschreckende Dunkelheit taucht. Ein schwarzer Schleier verdeckt das Licht der Sonne und das Gasgemisch färbt den Himmel orange. Der größte Teil der Asche verflüchtigt sich in der Atmosphäre, aber die Gase, die in die Stratosphäre eindringen,
können dort mehrere Jahre lang verbleiben. Diese Gase wirken wie eine Barriere für die Sonnenstrahlen und stürzen die Erde in einen vulkanischen Winter. Die Temperaturen sinken drastisch. Die Temperatur des Ozeans sinkt von 32 auf 21 Grad Celsius. Die Tiktaaliks, die auf dem Festland Zuflucht gefunden hatten, sehen sich mit einem noch unbekannten, aber unbesiegbaren Feind konfrontiert. Schnee. Er ist kalt. Ihre Bevölkerung wird ihn nicht überleben. Wie beim letzten Massenaussterben wurde auch für das Aussterben im Devon eine Vielzahl von Ursachen vorgeschlagen, die manchmal gleichzeitig auftraten und oft voneinander abhängig waren. In jedem Fall geht der vulkanische Winter zu Ende. Die Erde ist verwüstet. Die Meeresfauna ist weltweit von diesem Massenaussterben betroffen. 21% der Familien, 50% der Gattungen und etwa 75% der marinen Arten sind verschwunden. Es gibt noch einige Baugruppen in der Riffumgebung, die als isolierte Individuen überleben. Brachiopoden, Cephalopoden und Trilobiten sind im hohen Maße vom Aussterben bedroht. Die evolutionäre Dynamik der Gliederfüßer ist dennoch nicht gebremst. Bakterien und Algen füllen die Lücke, die die selten gewordenen Tiere hinterlassen. Die Umwelt ist der des Präkambriums ähnlich. Die Bäume, die zu ihrem Verlust geführt hatten, tragen nun dazu bei, der Erde Leben zu geben. Sie produzieren mehr und mehr Sauerstoff und die Temperaturen steigen langsam an, bis sie sich stabilisieren. Die Jahreszeiten kehren zurück und das Leben kann sich wieder diversifizieren. Panderictis begann vor einigen Millionen Jahren den Übergang zur Evolution mit Beinen. Sie haben seltsame Flossen. Fischflossen bestehen normalerweise aus stacheligen Strahlen, die entweder starr oder weich und flexibel sind. In beiden Fällen handelt es sich um Exoskelettteile, die die nicht muskuläre Hautfalte der Flosse stützen. Bei Panderictis sind die Flossen nur an einem Element angelenkt, ohne weitere Stacheln. Sie lassen einen Oberarmknochen, eine Speiche und eine Elle erkennen und enden in einem flexiblen Schleier, der mit Schuppen bedeckt ist. Es ist dieser berühmte Schleier, der heute einer neuen Struktur Platz macht, den Fingern. Bei diesen Fingern handelt es sich um eine anormale embryonale Entwicklung des Endes der Flossen. Normalerweise bildet sich am Ende des Fischembryos ein Scheitelkamm, der das Wachstum der Knochenstrahlen der Flosse auslöst. Sobald alle Strahlen ausgebildet sind, schält sich der Kamm ab, wodurch die Bildung neuer Knochenstrukturen an der Flosse gestoppt wird und in einem Schleier endet. Bei den ersten Tetrapoden löste sich dieser berühmte Grat nicht ab und die Knochenstruktur setzte ihren Weg fort und bildete den Arm, den Unterarm, das Handgelenk und schließlich die Fingerglieder. So entstanden neue Formen von Wassertieren. Tetrapoden mit funktionellen Kiemen, die sich von Fischen ernährten und mit Fingern ausgestattete Gliedmaßen besaßen. Diese Entwicklung ist zunächst sicherlich keine Anpassung an das Landleben, sondern eher an die schlammige Umgebung und das Gewirr von Ästen und Wurzeln der Bäume. Diese sehr rudimentären Beine ähneln einer Art Paddel. Sie sind starr, nicht sehr funktionell und keineswegs geeignet, massive Fische zu tragen. Einige Millionen Jahre später sinkt der Meeresspiegel weiter und die Landfläche wird immer größer. Die Gewässer werden voneinander isoliert. Die Tetrapoden sind besser für das Leben in dieser neuen Umgebung ausgerüstet. Sie sind nun mit Kiemen und Lungen ausgestattet und können sich von einem Gewässer zum anderen bewegen. Der Ichthyostega ist eines der ersten Wirbeltiere, das vier Beine hat. Er ist ein Nachfahre des längst ausgestorbenen Tiktaalik.
Der Ichthyostega lebt in der Nähe von Flüssen, Seen und Sümpfen. Er ist gezwungen, zur Nahrungssuche an Land zu gehen, was erklärt, warum seine zukünftigen Generationen eher terrestrisch als aquatisch sein werden. Dank seiner langen spitzen Zähne ernährt er sich von Fischen, Insekten, aber auch von kleinen Landtieren. Er kann eine Länge von bis zu 2 Metern und eine Höhe von 20 Zentimetern erreichen. Sein Schädel ähnelt dem von primitiven Fischen, mit kleinen Augen an den Rückenflossen, die ihm ein sehr gutes Sichtfeld verleihen. Sein Körper ist mit Schuppen bedeckt und er hat eine sehr kräftige Wirbelsäule, was auf die Anpassung an das Leben auf dem Land zurückzuführen ist. Obwohl er eine Art von Beinen hat, fühlt er sich im Wasser sehr wohl, da seine 7 Finger durch eine Membran verbunden sind. Allerdings ist er eine leichte Beute für andere Raubtiere, mit denen er um Nahrung konkurrieren muss, was seinen großen Schritt an das trockene Land erklärt. Neben Ichthyostega entwickelt sich auch Acanthostega zwischen dem Land und dem Wassermilieu. Mit einer Länge von 60 cm hat er 8 Finger an jeder Hand. Seine steif gegliederten Gliedmaßen verhindern, dass er sich richtig beugen kann und erlauben es ihm nicht, sein Gewicht an Land zu heben. Beim Schwimmen sind sie effizienter. Sie müssen noch weiterentwickelt werden, damit sie sich außerhalb des Wassers richtig wohlfühlen. Er atmet dank seiner Lunge und pflanzt sich im Wasser fort. Er hat eine Seitenlinie, mit der er Vibrationen wahrnehmen kann. Vor 360 Millionen Jahren herrschte auf der Erde eine relative Flaute. Die durchschnittliche Temperatur auf der Erdoberfläche betrug 20 Grad Celsius. In den niedrigen Breiten ist es warm und feucht, auch wenn der südliche Teil von Gondwana mit Eis bedeckt ist. Es gibt viele Wälder und Sümpfe und eine üppige Vegetation gedeiht. Wenn die Pflanzenmasse zerfällt, verwandelt sie sich in das schwarze oder dunkelbraune Sedimentgestein, das als Kohle bekannt ist. Diese rasche Ausbreitung der Pflanzen führt die Erde in ein Sauerstoffzeitalter. Da alle Pflanzen Photosynthese betreiben, steigt die Sauerstoffkonzentration in der Luft an, bis sie die derzeitige Konzentration übersteigt. Diese sauerstoffreiche Atmosphäre begünstigt die Entwicklung von Gliederfüßern und sogar einiger Wirbeltiere, bis sie eine unverhältnismäßige Größe erreichen. Die Anatomie der Gliederfüßer erklärt diesen Gigantismus. Ihr offenes Kreislaufsystem ermöglicht es, dass ihr Blut frei in den Körperhöhlen zirkuliert und die Organe umspült und nicht in den Gefäßen. Ihr Körper ist mit kleinen Öffnungen, den Spirakeln, bedeckt, durch die der Sauerstoff in den Kreislauf gelangt. Der Sauerstoff diffundiert dann durch kleine Röhren, die Tracheen, in das Gewebe. Schwankungen in der Konzentration des Luftsauerstoffs wirken sich also auf die Größe der Arthropoden aus. Die tektonischen Platten der Erde bewegen sich weiter. Laurussia, zu dem Laurentia, Baltica und Avalonia gehören, kollidiert mit Gondwana, das alle anderen Landmassen umfasst. Mitteleuropa entsteht als Hochgebirge. Die Appalachen erheben sich langsam in Nordamerika. Ein neuer Superkontinent, Pangea, beginnt sich zu bilden. Dieser umfasst fast alle bestehenden Kontinente, mit Ausnahme von Sibirien für eine gewisse Zeit. Es entsteht eine neue Generation von Pflanzen, deren geschlechtliche Generation in der Höhe und nicht mehr am Boden lebt. Zu ihnen gehören Cycadeen. Mit ihren großen, rauen Wedeln sehen die Cycadeen wie Farne aus. Einige Pflanzen produzieren Sporen, die durch den Wind verbreitet werden. Andere wiederum produzieren größere Sporen, die an der Mutterpflanze haften bleiben. Sie entwickeln sich in einem kegelförmigen Talus, in dem die Samenanlagen differenziert sind.
Wenn eine Spore durch den Wind in den Thallus getragen wird, keimt sie und bildet eine lange Röhre, die sich in den weiblichen Kegel gräbt. Wenn sie fertig ist, entsteht ein Spermium, das wie eine majestätische Kugel aussieht und mit bloßem Auge zu erkennen ist. Es gleitet die Röhre hinunter, verschmilzt mit dem Ei und die Befruchtung findet statt. In dieser Zeit erscheinen andere Pflanzen, die Nadelbäume mit Kiefern, Zedern, Lärchen und Tannen. Die Nadelbäume schützen ihre Stämme vor äußeren Angriffen, indem sie Harz absondern. Es ist flüssig und fließt aus einer Kerbe. Es besteht aus Terpentin und gefriert, sobald das Terpentin verdunstet ist. Das Harz nimmt dann die Form eines Gummis an, das die Wunde verschließt und die Insekten, die es berühren, einfängt. Das Auftauchen des amniotischen Eies ist eine echte Revolution in der Evolution der Arten. Dieses Ei ist das der Vögel, Reptilien und Monotremen. Die Schale des amniotischen Eies ist hart und porös. Der darin befindliche Embryo kann Sauerstoff aus der Luft, aber nicht aus dem Wasser atmen. Wird also ein Fruchtei in Wasser getaucht, stirbt der Embryo an Erstickung. Der Dotter des Eis ist ein Nahrungsreservesack für den Embryo, der es ihm ermöglicht, in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium zu schlüpfen. Im Inneren der Eizelle entwickelt sich der Embryo in einer mit Fruchtwasser gefüllten Fruchtblase, dem Amnion. Es ist vor Austrocknung und Schocks geschützt. Amniote Arten sind völlig frei von der aquatischen Umwelt. Gleichzeitig entwickeln Amnioten eine trockene und relativ wasserdichte Haut, die die Wasserverluste verlangsamt. Von nun an können sie sich von den Wasserstellen entfernen und in bis dahin unzugängliche Gebiete vordringen. Die Flügel der Insekten beginnen stromaufwärts als Rückenflügel. Dann bekommen sie einen Kreislauf. Zu diesem Zeitpunkt gibt es 6 von ihnen. In der Welt der Lebewesen verschaffen Flügel einen bedeutenden evolutionären Vorteil. Indem sie die Luft beherrschten, wurden diese Insekten zu Landbewohnern. Durch das Fliegen bewegen sich die Insekten mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Sie vermehren sich und erreichen als erste jungfräuliches Land, die andere Seite eines Flusses oder die Wipfel der Bäume. So entkommen sie ihren zahlreichen Fressfeinden auf dem Boden, wie Spinnen, Amphibien oder Skorpionen. Doch die Bedrohung kommt jetzt aus ihren Reihen. Die ältesten geflügelten Insekten und die größten fliegenden Raubtiere dieser Zeit sind die Libellen. Von ihnen gibt es viele Arten. Damals nutzten Libellen wie die Meganeura den Mangel an Konkurrenz, um zu gigantischen Größen bis zu 70 cm Flügelspannweite heranzuwachsen. Doch sobald die Luft stärker bevölkert wird, verschwinden die Riesenlibellen. Libellen haben 2 Flügelpaare, die mit ihrem Körper gelenkig verbunden sind. Dadurch können sie sich vertikal bewegen und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern durch die Luft fliegen. Um Kollisionen bei solch hohen Geschwindigkeiten zu vermeiden, sind sie mit scharfen Sinnen ausgestattet. Ihre 2 riesigen Facettenaugen ermöglicht ihnen eine Sicht von fast 360 Grad und eine erstaunliche Präzision. Libellen sind Tagesschulläufer. Kaum unauffälliger streift der Paleodictyopterus mit seiner Flügelspannweite von 55 cm durch die Luft. Diese Insekten zeichnen sich durch Mundwerkzeuge unter dem Kopf aus, mit denen sie Saft saugen können. Etwas weiter unten am Boden ist der Pulmonoskorpion, eine Art großer Skorpion, der mehrere 10 cm lang wird. Er ernährt sich von anderen Gliederfüßern. Arthropleura mag die üppige Vegetation dieser Zeit und er bleibt nicht unbemerkt. Diese Gattung von Tausendfüßern ist eines der größten Landwirbeltiere, die jemals existierten. Er wird bis zu 2,5 Meter lang und wiegt etwa 50 Kilo.
Seine Größe schreckt Raubtiere ab, ganz zu schweigen von seinem Panzer, der ihm als Schutz dient. Er ist Pflanzenfresser und gedeiht in feuchten und sumpfigen Umgebungen. Trotz seiner schwerfälligen Größe bewegt er sich leicht auf dem Waldboden. Er befindet sich zufällig vor dem Diplocaulus, einer Amphibie, die aufgrund ihrer originellen Anatomie die Geister markiert. Seine Besonderheit ist nämlich sein spektakulärer, bumerangförmiger Kopf, der viel größer ist als der restliche Körper, was ihm ein unproportioniertes Aussehen verleiht. Er misst etwa 1 Meter in der Länge und 10 Zentimeter in der Höhe und wiegt etwa 7 Kilogramm. Er lebt zwischen Teichen und Sümpfen und kann zwischen dem Wasser und dem Land hin und her wechseln. Er ernährt sich von Fischen und kleinen Insekten. Bei seiner Nahrungssuche versucht er nicht mit Pelikosauriern zusammenzukommen, für die er eine leichte Beute wäre. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Gattung gehört der Dimetrodon, der durch sein großes Segel auf dem Rücken auffällt. Diese Riesenechse kann bis zu 4,5 Meter lang und 250 Kilogramm schwer werden. Sie ist eines der größten Raubtiere ihrer Zeit. Ihr Segel besteht aus verlängerten Stacheln, die von den Wirbeln ausgehen. Seine zahlreichen und großen Zähne ermöglichen es ihm, viele Tiere anzugreifen. Fische, Tetrapoden, Reptilien und Amphibien. Das Vorhandensein von Insekten trägt wesentlich zur beginnenden Revolution der Pflanzenwelt bei. Die ersten Bäume existierten in 2 aufeinanderfolgenden Formen: sexuell und ungeschlechtlich. Dank ihrer Größe können die Sporen leicht vom Wind getragen und verbreitet werden. Bei den geschlechtlichen Zellen wird das Zusammentreffen im Wasser durch die männlichen Zellen gewährleistet, was sie dazu zwingt, sich in Bodennähe zu halten. Für Farne, Schachtelhalme und Bärlappgewächse ist diese Art der Fortpflanzung kein Problem. Die Sporen entwickeln sich zu kleineren Sprossen, dem Thallus. Sobald sie befruchtet sind, entwickeln sie sich zu kleinen Pflanzen, die die Sporen tragen. Der Thallus auf dem Boden ist jedoch verletzlich. Er lockt Tiere an und stirbt ab, wenn er ausgetrocknet wird. Neben dem Wind tragen auch fliegende Insekten zur Verbreitung der Sporen bei, indem sie sich von Baum zu Baum bewegen. Der Kontinentalblock Sibirien schließt sich dem bereits zusammengeschweißten Block von Laurussia und Gondwana an. Pangäa ist nun vollständig. Diese letzte Kollision hebt den Ural, ein Gebirge, empor. Der Superozean Pantalassa, der Vorläufer des Pazifischen Ozeans, umgibt Pangäa. Er hat die Form eines C mit dem Äquator als Zentrum und wird von der Herzynian-Kette begrenzt. Der Ozean, der sich in der Vertiefung des Halbmondes bildet, ist der Tethys-Ozean. Die Bildung eines solchen Superkontinents hat Auswirkungen auf das Leben. Auf dem Kontinent führt die Entfernung der Länder des Zentrums von Pangäa zum Ozean zu einem starken Rückgang der Niederschläge. In diesen Regionen bilden sich riesige Wüsten. Auch die aquatische Umwelt verändert sich, da die Länge der Küsten abnimmt und damit auch die Oberfläche der Küstengewässer, was zum Verschwinden vieler Meeresarten führt. Pangäa bleibt eine Wiege des Lebens, gesäumt von Wäldern, frischen Quellen und fremden Lebewesen, die überall zu finden sind. Reptilien passen sich an diese Bedingungen an und entwickeln Systeme zur Thermoregulation. Die Therapsiden, also die Säugetierreptilien, nehmen eine neue Form des Schutzes an, das Fell. Dieses neue Erscheinungsbild der Reptilien erinnert an unsere heutigen Säugetiere. Die Therapsiden sind die Beute eines herausragenden Raubtiers, der schrecklichen Gorgonopsie. Dieses Raubtier hat überentwickelte Eck- und Schneidezähne, die es ihm ermöglichen, sowohl kleine als auch große Tiere anzugreifen. Er kann bis zu 5 Meter lang und bis zu 350 Kilogramm schwer werden. Trotz der scheinbaren Ruhe und Ausgeglichenheit, die hier herrscht,
brodelt es in den Eingeweiden der Erde noch immer. Vor etwas mehr als 250 Millionen Jahren bildete sich im heutigen Sibirien eine große Provinz namens Sibirische Traps. Alles spielt sich unter der Erdkruste ab. Gigantische Magmasäulen bewegen sich auf die Oberfläche zu. Unter starkem Druck dehnt sich der Boden aus. Über mehrere hundert Kilometer entstehen Risse, als würde sich die Erde in zwei Hälften teilen. Ströme von Lava entweichen. Die Vulkane stoßen astronomische Mengen an geschmolzenem Gestein aus. Im Handumdrehen gleicht die Region einem riesigen Inferno. Die Erschütterungen sind in allen umliegenden Gebieten zu spüren. Die Tiere, die sich in der Nähe aufhalten, werden sofort verbrannt. Die Lavaströme breiten sich sehr schnell aus und das ist erst der Anfang. Der Ausbruch des sibirischen Traps hört nicht auf und das unterscheidet ihn von den üblichen Eruptionen. Er ergießt seinen Lavastrom 1 Million Jahre lang. Da die Erde zu dieser Zeit aus einem einzigen Kontinent besteht, breitet sich der Ozean aus flüssigem Gestein überall aus. Nach etwa 10 Jahren reichern sich die vulkanischen Gase in der Atmosphäre an. Gigatonnen von Kohlendioxid und Schwefel verflüchtigen sich, mit dramatischen Folgen für das Klima. Das Kohlendioxid bindet Wärme und der Schwefel blockiert den Durchgang des Sonnenlichts. Abkühlungs- und Erhitzungsphasen folgen aufeinander und machen das Leben sehr schwer. Der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt und die Tiere haben Mühe zu atmen. Einige von ihnen zeigen eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit. Kleinere Tiere finden eher Zuflucht und die in Gemeinschaften lebenden Tiere bündeln ihre Kräfte, um den Albtraum zu überleben. Kaltblüter sind widerstandsfähiger gegen den Klimawandel, weil sie ihre Körpertemperatur regulieren können. Sie brauchen weniger Energie zum Überleben. Wenn das Basaltgestein ausbricht, verwandelt es sich in Kontakt mit der Luft in festes, tiefschwarzes Gestein. Es bilden sich riesige Berge, die eine Landschaft der Verwüstung zeichnen. Das Lebendige wird getötet oder verdrängt. Und doch ist die Erde noch nicht am Ende ihres Leidens. Vulkanisches Schwefeldioxid vermischt sich mit Wasserdampf und bildet Schwefelsäure. Sturzbäche von saurem Regen fallen nun auf den Planeten. Die Bäume sind verwüstet und die Vegetation ist dezimiert. Für die Überlebenden gibt es kaum noch Unterkünfte. Die Erwärmungsphasen des Planeten führen zu einer kaskadenartigen Erwärmung der Ozeane. Die aquatische Umwelt leidet unter Sauerstoffmangel und bedroht die marinen Arten. Die Methanhydrate, die sich am Boden der Ozeane befinden, werden dank des Drucks und der niedrigen Temperaturen in einem festen Zustand gehalten. Unter dem Einfluss der globalen Erwärmung gehen diese Methanhydrate in den gasförmigen Zustand über und es wird Methan freiggesetzt. Dieses Treibhausgas ist 21 Mal stärker als Kohlendioxid. Die Vegetation, die normalerweise den Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre reguliert, ist nicht vorhanden. Die Erwärmung beschleunigt sich erheblich. Die Flora stirbt aus, erstickt unter dieser unermesslichen Hitze. Die Basis der Nahrungskette ist bedroht und eine Hungersnot setzt ein. Die Pflanzenfresser sind die ersten, die bedroht sind, gefolgt von den Arten, die sich von diesen Pflanzenfressern ernähren. In ganz Pangäa ist die Vegetation verschwunden. Das Leben steht kurz vor der totalen Ausrottung. Starke Regenfälle tragen die abgestorbenen Pflanzen in den Ozean. Der Ozean füllt sich mit Abfällen, die aufgrund der Hitze verrotten. Luft und Wasser zirkulieren nicht mehr. Der Großteil der Ökosysteme, die in der aquatischen Umwelt vorherrschen, ist bedroht. Bakterien leben in dieser gigantischen Mülldeponie und produzieren Schwefelwasserstoff, ein giftiges Gas, das in großen Mengen in die Atmosphäre gelangt.
Es wird von den Winden über die gesamte Oberfläche des Planeten getragen und verursacht den Tod zahlreicher Tiere. Die Erde ist in einen Teufelskreis geraten, der langsam zum Tod führt. 150.000 Jahre nach Beginn des Ausbruchs der sibirischen Traps erreicht der Lavastrom eine Tiefe von 1.600 Metern. Die wenigen glücklichen Überlebenden passen sich an und es entstehen neue Generationen. Erst 500.000 Jahre nach Beginn des Ausbruchs begann der Lavastrom zu versiegen. Die Traps schütteten mehr als 6 Millionen Quadratkilometer Lava über die gesamte Erdoberfläche, was einer Fläche von 2/3 der Vereinigten Staaten entspricht. Das permische Aussterben ist das größte, das die lebende Welt je erlebt hat. Auf den Kontinenten verschwanden 70% der Arten. In den Ozeanen betrifft dieses Aussterben die Hälfte der Familien und 3/4 der Gattungen, insgesamt also 95% der Arten. Trilobiten, riffbildende Korallen und unter anderem gestielte Stachelhäuter sind für immer verschwunden. An die Stelle des tropischen Paradieses ist eine feindliche Welt getreten und es wird sehr lange dauern, bis sich die Erde von dieser Katastrophe erholt hat. Unter dem Einfluss der Plattentektonik beginnt Pangäa sanft zu zerbrechen. Erst 50 Millionen Jahre später beginnen Risse, Nordamerika und Afrika zu trennen. Nach der Entstehung dieses Grabens öffnet sich der Atlantische Ozean und teilt Pangäa in zwei Teile, einen nördlichen und einen südlichen, aus denen Gondwanaland und Laurasia entstehen. Der Durchgang des Ozeans in der Nähe der Teile, die zuvor das Zentrum von Pangäa waren, befeuchtet diese Umgebung, die bis dahin trocken und dürr war. Von nun an befinden sich mehrere Kontinentalmassen an Ort und Stelle und die ozeanischen Strömungen werden begünstigt. Die Wechselwirkungen zwischen der terrestrischen und der aquatischen Umwelt nehmen zu und es entstehen neue ökologische Nischen. Die Artenvielfalt nimmt zu. Der Klimawandel spielt auch bei der Diversifizierung der Pflanzen eine wichtige Rolle. Die Erde befindet sich immer noch in der Remission. Sie hat unter der letzten Krise gelitten und wurde von fast allen Lebewesen, die sie besiedelt haben, ausgerottet. Nach diesem Massenaussterben wird sie sich langsam erholen und eine Periode der Diversifizierung der Artenvielfalt wird beginnen. Die Natur ist überraschend und sie hat noch nicht ihr letztes Wort gesprochen. Unsere Reise endet hier für heute. Sind Sie neugierig zu erfahren, wie die Erde vor 250 Millionen Jahren aussah? Wir sehen uns im nächsten Video.